Guten Morgen, Leute. Ich starte heute einen Vlog. Es ist Samstag und ich habe so krasse Augenringe. Wir sind, also Toni hat bei mir geschlafen, wir sind so gegen 1:30 ins Bett und ich bin schon um 7 Uhr aufgewacht. Und ich konnte einfach nicht mehr einschlafen irgendwie. Es war ganz komisch. Und dann bin ich so gegen 7:50 schon Zeitung austragen gegangen. Jetzt haben wir 9:45. Wir gehen jetzt gleich runter frühstücken. Und wir haben heute sehr viel geplant. Wir waren heute mit Luis in seinen Geburtstag rein. Deswegen müssen wir nochmal ein paar Sachen kaufen gehen. Ich brauche auch noch ein paar Hosen. Because winter's coming and leggings goodbye. Und ja. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe so krasse Augenringe irgendwie. Aber naja. Doch, komm, Toni. Ja, es ist 9:45. Komm jetzt. Komm. Nee, nicht so gut. Ich habe auch nicht. Heute Nacht habe ich auch nicht so gut geschlafen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich auch Normalerweise schlafe ich in meinem Bett so perfekt. Besser als in meinem eigenen. Aber diese Nacht habe ich so schlecht geschlafen. Das war komisch. Ich habe auch nicht gut geschlafen. Haben wir jetzt gefrühstückt und ich habe heute Morgen echt gute Laune, aber irgendwie haben meine Eltern mir gerade voll die Laune verdorben. Aber wir gehen Nägel heute machen. Ach, das habe ich vergessen zu sagen. Wir gehen heute endlich unsere Nägel machen. Also, manche haben mich ja gefragt, wo ich mir diese Gehnägel gemacht habe. Aber ich will den Laden nicht sagen, weil ich finde den nicht so gut. Für mich war es einfach zu teuer für das, was sie gebracht haben. Aber wir gehen heute in einen anderen Laden und probieren das aus. Der Grund, wieso ich das mache, ist wegen dem Mittelfinger. Und zwar ist mir der so abgefallen. Also der Nagel hat sich einfach so gelöst. Und deswegen mache ich mir Tipps drauf und Gel, damit der ein bisschen härter ist und stabiler ist. Deswegen freue ich mich da sehr drauf, weil das sieht so ranzig aus. Irgendwie in letzter Zeit drehe ich nicht mehr so viele Videos, weil ihr wisst nicht, wie anstrengend Schule gerade einfach ist. Ich meine, nächste Woche ist die einzige Woche, wo wir einfach mal keine Arbeit schreiben. Den Rest schreiben wir nur die ganze Zeit arbeiten und dann immer nur so, immer drei, glaube ich, oder Toni? Drei Stück? Ich glaube schon. Drei Arbeiten in einer Woche. Und ich meine, die Lehrer erwarten, dass wir diesen Stoff in unserem Kopf behalten, aber das ist so temporäres Lernen. Du lernst es für eine Arbeit und danach hast du es weg. Alles immer nur im Kurzzeitgedächtnis. Ja, das, als ob das im Langzeitgedächtnis bleibt. So, das ist jetzt mein Outfit einfach. Eine Jeggings, ein Crop Top, Schuhe and a winter jacket and a face with not Make-up. Also ich habe Augenbrauengel drauf, ein bisschen Concealer, weil ich ja mega Augenringe hatte und ein bisschen Puder und das war's. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht erzählt, was ich Luis zum Geburtstag schenke. Also gestern stand ich sehr fleißig in der Küche und habe einen Apfelkuchen gebacken. Und das Rezept war von meiner Oma und die macht den besten Apfelkuchen. Und ich hoffe, er ist gut geworden. Ja, Toni nickt gerade so, die macht den besten Apfelkuchen. Und ich kann ihn ja schlecht probieren, weil ich habe ihn zum ersten Mal gemacht. Also es ist das erste Mal, dass ich überhaupt einen Apfelkuchen gebacken habe. Sonst mache ich immer nur so Torten mit ganz viel Zucker und Schokolade. Das ist deutlich einfacher. Aber so Klassik-Sachen muss man ja auch mal ausprobieren. Und ich konnte es halt nicht probieren, weil sonst wäre der Kuchen nicht mehr ganz, sondern er würde ein Stück fehlen und sehr scheiße aus. Und auch seine Familie wird da sein. Und wenn der Kuchen scheiße schmeckt, dann peinlich. Ich hole dem, also ich habe den Gutschein geholt für einen Jochen Schweizer, weil er liebt so Adrenalin-Sachen und er war noch nie Bungee-Jumpen. Also habe ich ihm einen Bungee-Jumping-Gutschein geholt und macht er in so eine riesen Box rein. Und kauft dann auch so ganz viel Süßigkeiten, weil Luis, der kann so viel Süßigkeiten essen. Den übertrifft mich ja schon. Und dann kaufe ich so sein Favorite Food, mache das in diese Box rein. Dann denkt er erstmal so, ich schenke dir nur Essen, weil ich will, dass er fett wird oder so. Und dann sage ich dem, dass da noch was anderes ist und dann wird er sich voll freuen. Und vielleicht filme ich sogar seine Reaktion. Also wenn ich es hinkriege, mache ich es noch in den Vlog rein. Aber who knows, ob das funktioniert. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg. Und der Brief. Ja, genau. Und natürlich eine Karte schreiben, also einen Brief, aber das ist very personal. Ja. Ja, wir gehen jetzt unsere Nägel machen, weil der muss endlich schön werden. Ich glaube, ich gehe mit einer von diesen Farben. Ich glaube, mit der. Weil ich stehe nicht auf sowas Auffälliges. Jetzt würde ich rot nehmen, aber ich glaube erstmal die.
wir sind jetzt fertig. Und so sieht es aus. Ich zeige euch das später einfach nochmal so. Auf Snapchat habt ihr es bestimmt auch schon gesehen. Ich fand es eigentlich ganz gut, aber die Form ist nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe. Irgendwie sind die so krall. Ich hatte nicht so lang gedacht. Aber Toni ist eher so, nein, das sollte länger sein. Ich habe mir jetzt noch gerade die zwei Farben geholt. Ich finde die mega, mega, mega schön. Wenn ich es mal fokussieren würde. Das fokussiert es nicht. Das ist in der Nummer 470 on the dance floor. Die ist so ein bisschen lila, graumäßig. In der Nummer 514 Dark Dance. Wir sind jetzt noch mal kurz bei der Toni zu Hause, weil wir den Bus verpasst haben. Super duper. So Sachen, was ich einfach noch mal sagen wollte. In letzter Zeit geht irgendwie der Shitstorm über meine Fotos oder so, wie ich mich verhalte rum. Und ich wollte einfach mal dazu kurz meine Meinung sagen, es in dem Video sagen. Und zwar, klar, ich bin gerade 16 und ich weiß, dass ich auch Zuschauerinnen habe, die 10 und 11 sind oder 12. Und dass auch manche sagen, ja, du bist kein gutes Vorbild und so. Aber einfach, ich bin das Vorbild dabei, dass ich so bin, wie ich nun mal bin. Und einfach dazu stehe für die Sachen, die ich einfach tue. Und einfach mein Leben lebe, so wie ein normaler Teenager dieser Generation halt. Und mich nervt es einfach, wenn andere Leute ihren Senf dazugeben und meinen, irgendwie sagen zu müssen, ja, du machst das und das falsch und schämst du dich nicht oder irgendwie sowas. Ich meine, Leute, es gibt so viel mehr Probleme, worüber man sich zusammen diskutieren kann. Das war auch kein Deutsch. Zum Beispiel das mit Frankreich, was heute passiert. Das ist ein wirkliches Problem. Kümmert euch lieber um sowas und nicht über andere Leute leben und... Ach, ich kann so viel reden, wie ich will, aber das hört zwar nie auf. Aber ich wollte es einfach mal sagen, weil es bringt eh nichts. Als ob ich jetzt irgendwas daran verändern werde, so wie ich nun mal bin. Ich habe da einen Pickel. Und ja, das war's auch schon. Und ich esse gerade, okay, ich esse nur noch die letzten Nudeln mit Pesto und sie sind kalt, aber I'm hungry. So I will eat it now. Wir sind jetzt in meinem Einkaufszentrum und mir ist gerade dieser Stecker von meinem Ohrring rausgefallen. Das heißt, wir müssen gleich irgendwo in H&M gehen und einen Stecker stiebitzen, weil sonst... Oder ich mache ihn einfach raus. Oh, er ist draußen. Und wir gehen jetzt zu P&C, weil ich mir Hosen holen möchte, beziehungsweise gucken will, ob diese Hosen dort zu meiner Figur passen oder nicht. Wir laufen jetzt noch zum H&M. Wir sind schon fast fertig. Toni hat nämlich Luis... Kann ich sagen, was du schenkst? Nee. Warum? Ja. Weil du im gleichen Video sagst... Toni, ich bin seine Freundin. Okay, jedenfalls, Toni hat Luis einen People's Place Gutschein geholt, weil People's Place ist so geil. Und ich habe mir jetzt zwei Hosen geholt, einmal von P&C und einmal von Zara. Nicht high-waisted sogar, also geht nicht über den Bauchnabel. Und ja, jetzt gehen wir noch zu H&M, weil ich Basic-Oberteile brauche. Und dann war es das eigentlich auch schon fast, dann gehen wir auch schon wieder nach Hause. So, wir sind jetzt wieder bei der Toni zu Hause und die Toni macht meine Cookies. Ja. Yeah. Dazu habe ich ja auch ein Video auf meinem Kanal. Den kann ich euch mal unten verlinken, falls ihr Interesse habt. Und ich mache... Die Butter muss weich sein. Die kannst du auch in die Mikrowelle machen. Ja, genau, das war meine Frage. Ja. Ich mache meine Carbonara. Was heißt meine Carbonara? Aber Toni liebt meine Carbonara. Wie lange essen wir schon meine Carbonara? Wie viele Jahre? Locker 3 oder so. Ja. Und die mache ich jetzt für sie, weil... sie sich das gewünscht hat und die yummy ist. Sieht auch wie Eigelb oder so. Jetzt kommt zu der Carbonara. Ja, alles rein. Einmal Zwiebeln, dann Schinken. Hier sind Nudeln, das sind diese Schmetterlingsnudeln. Dann braucht ihr noch Sahne, dann braucht man Eigelb und Gewürzen nach Wahl. So, ich habe mir jetzt die Locken gemacht, weil ich heute Lust auf Locken hatte. Und jetzt kommt das Make-up dran. Wir haben jetzt 8 Uhr. Und jetzt wäre ich ein bisschen fettisch für den Geburtstag, weil der fängt um 9 an, aber wir kommen ein bisschen zu spät, weil wir halt zu spät kommen, weil wir halt irgendwie immer zu spät kommen. Und jetzt machen wir uns mal fettisch.
Also das ist mein Outfit. Die Hose habe ich übrigens heute bei Zara, bei P&C gekauft. Die hat 50 Euro gekostet. Und dann habe ich ein Oberteil an von Brandy, eine Lederjacke, meine schönen Schuhe und noch einen Poncho oben drüber, weil wir ein wenig laufen müssen und es bestimmt kalt sein wird. Und den ziehe ich dann aber drinnen aus. Also wir gehen in so eine Art Kneipe, barmäßig und yes. So ist mein Make-up. Es ist nicht so extrem, meiner Meinung nach. Ich habe nur ein bisschen braunen Lidschatten, ein bisschen schwarzen Eyeliner mit Lidschatten nachgemalt. Dann hier unten ein bisschen braun, hier an der Ecke ein bisschen schwarz. The Real Mascara und Yves Saint Laurent Mascara. Hoola Bronzer, Catrice Blush, ein bisschen Concealer, ein bisschen Puder und Baby Lips. Und ich freue mich jetzt auf den Geburtstag. Kann uns einer bitte für diese Aktion feiern? Wir haben 4 Uhr oder so. Und sind mit dem Taxi zu Maggis gefahren und essen jetzt McDonald's. Cheat Day des Todes, Leute. So, ein kurzes Update. Das ist mein Chicken Burger. Zwei Bisse und der muss weg, weil ich nicht mehr kann. Ich hatte ein Chicken Nugget. Das Einzige, was ich gegessen habe, ist diese Pommes. Und mit so einer Krüppelpommes, die übrig geblieben ist, weil gebt euch mal, das ist doch keine Pommes. Gib dir, wie abgefuckt er sein wird. Gib dir, wie abgefuckt er sein wird. Dieses Video, das ist so provokant, Alter. Sag mal. Das ist so krass. Darf ich es an meinem Vlog ganz kurz, ich möchte erst mal kurz zeigen. Ich glaube, man kann mir an den Augen ablesen, dass ich sehr fix und fertig aussehe. Ja. Gibt's der Geburtstag nicht. War gut, oder Luis? Scheiße. Nein, war richtig gut. Und mein Geschenk hat ihm auch gefallen. Gott sei Dank. Was? Ja, ihr Geschenk war allererste Sahne. Ja, erzähl mal, was hat dir denn so toll daran gefallen? Also, sie war mal Bungee-Jumpen, wo war das nochmal? Großkrotzenburg oder so. Okay. Und dann war ich richtig neidisch, meinst so, ich will auch mal Bungee-Jumping gehen. Wo ich war, meinst du? Ja. Thailand. Ja, in Thailand. Oder Malaysia. Und dann hat sie sich so gemerkt, dass ich das so gesagt habe. Und jetzt hat sie mir zum Geburtstag einen Bungee-Jump von Jochen Schweizer geschenkt. Und richtig viele Süßigkeiten und einen mega süßen Brief. Also, Props an dich, Baby. Fusi. Fus. So, Leute, es ist Sonntag. Und wir sind um 11 Uhr aufgestanden, weil wir aufgeweckt wurden wegen Geburtstagsfrühstück und so. Wir haben insgesamt 6 Stunden geschlafen. Ich bin fix und fertig. Aber es ist einfach mal cool, einfach da noch ein bisschen rumzugammeln und ein bisschen zu chillen. Und wenn ihr Lust habt, dass ich mal mit dem Luis wieder ein Video drehe, dann schreibt es mal in die... Dann schreibt es mal in die Kommentare oder mir per AskFM, Snapchat, bla bla bla, sodass ich Bescheid weiß, dass ihr da drauf Bock habt. Das wäre nämlich sehr cool. Und dann beende ich diesen Vlog. Hoffe, dass er euch gefallen hat. Ich kann mal, wer Interesse hat, schreibt mir mal, der hier so in meiner Umgebung wohnt. Dann schicke ich euch diese Adresse, wo ich mir die Nägel gemacht habe. Weil ich denke, viele Mädchen wollen das wissen. Boys, wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Und dann wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!